Moin moin und willkommen zurück. Weiter geht's mit Joe und Ellie hier bei The Last of Us. Und ja, wir müssen jetzt mal hier durch dieses Finanzviertel kommen. Ich weiß gar nicht, wo wir längs müssen. Wir gehen erstmal hier längs. Noch die Waffe. Oh, nachladen kann ich sie nicht. Habe ich noch eine Munition? Oh, nein, habe ich mehr, ne? Genau, die Waffe mit. Der Schrotflinte ist auch nichts mehr drin, das ist ein bisschen ärgerlich ist. Wir können ja noch ein bisschen rumgucken hier, ob wir hier noch irgendwas finden an Munition oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben. Ne, hier haben wir schon alles nachgeguckt. Da drüben nochmal gucken. Bei Don Fiocchi. Da gibt es nämlich leckere Sandwiches. Dass er Munition da liegen hat, davon gehe ich mal nicht aus. Aber vielleicht hat er was anderes da liegen. Hier. Huch. Ein bisschen Leben. Was ist das? Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen ist es unser. Okay. Ui, das sieht aber nicht gesund aus. Ärgerlich, ärgerlich. Mal hier reingehen. Hier wohl was zum Basteln. Ah, halt hier. Die Regel. Richtig viele Sachen gibt es hier nicht, ne? Oh, sollen wir nach oben gehen? Ist oben noch was? Aber wer weiß. Hier liegt irgendwo noch was. Noch eine Energieregel. Sein Leben. Und hier geht es nicht längs, aber dafür geht es hier rüber. Okay. So, hier liegen ja schon mal wieder ein paar Sachen. Echt schon als geplündert worden hier, ne? Schaut zumindest danach aus. Da kommen wir auch nicht rüber. Vielleicht können wir hier längs gehen und da reinkommen, von der Seite? Nee, auch nicht. Krass. Da haben wir gar nichts. Okay. Gehen wir hier mal runter und gucken, was da ist. Wir haben welche Poker gespielt. Ich hoffe, Texas Hold'em. Oh, hier ist ein bisschen Baumaterial. Tja. Eine Säge, die kann er wahrscheinlich nicht mitnehmen. Können wir hier durch? Ja, okay. Dann lass mal gucken, was wir da finden. Mach dein Ding, Ellie. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Na, ja, eine gute Idee. Gute Idee. Ja, wie auch gesagt. Hilf mir mal damit. Ich komme. Da sind wir wahrscheinlich eher drinnen, ne? Nicht, dass da irgendwelche Viecher noch reinkommen gleich. Das muss ja nicht sein. So, hier oben liegt was. Was liegt denn da? So. Gut, da müssen wir da hinschieben, um da hochzukommen. Ja, genau. So, oh, hier sind Werkzeugbanken. Schon mal gut. Hier liegen noch mal ein paar von diesen Dingern hier. Ich weiß nicht, ob ich da schon irgendwas mal erhöhen kann. Gucken. Also wir haben 70 Stück. Was können wir maximale Gesundheit erhöhen? Lauschmodus, Heil, Messermeister. Was heißt Messer? Wenn ein Messer, um dich aus deinem Klickergriff zu befreien. Okay. Schwanken der Waffe. Verringert die Weiche. Okay. Heiltempo. Erhöht die Heilung von 100% auf 100%. Erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit. Das ist ja eigentlich egal, wie schnell der irgendwas baut. Lauschmodus. Die maximale Gesundheit wäre schon nicht schlecht, ne? Obwohl. Ich glaube, wir spannen eher auf diesen Messerkram. Sonst da irgendwie mal rausholen können. Erhöht die Lauschmusentfernung von. Das noch. Das machen wir mal. Nochmal. Jetzt können wir ja theoretisch richtig weit das nutzen. Das ist doch nicht schlecht.
So, haben wir noch irgendwas, was wir verbessern können? Ich glaube, ich habe so viel gar nicht eingesammelt. Da könnte man die Nachladetempo, okay. Was sagen wir, machen mal. Also hier das Zieltempo wäre auch nicht schlecht beim Bogen. Dann wird man schneller. Gucken wir mal. Soll 30 und Dings kosten. Nutzen wir noch gar nicht so oft den Bogen. Die Schrotflinte schon wesentlich öfter im Einsatz. Und die könnten wir mal. Nachladetempo, okay. Rückstoß verringern. Kapazität erhöhen. Schneller abfeuern. Was macht man da? Aber nee, warte mal. Ist ja noch ganz okay. Ich glaube, ich werde wirklich hier beim das Zieltempo bei dem Fall. Das braucht echt lange. Ah, ich weiß es nicht. Das ist so schwierig. Warte mal. Was haben wir denn hier bei der Waffe noch? Haben wir gar nichts. Okay, jetzt habe ich eine andere Idee. Wir machen hier was und zwar machen wir. Ein Magazin mehr. Ach, komm, wir machen ein Magazin mehr. Irgendwas müssen wir machen. Entschuldigung, aber. Er liedert durch. So. Na komm. Das ist doch gut. Guck mal, was können wir noch machen? Also lass uns mal ruhig die Schussfolgerate auch erhöhen. Wenn wir schon dabei sind. Den Rückstoß auch kleiner machen. Warten wir noch ein bisschen und machen irgendwann den Dings höher. Ja, machen wir so. Das war's. Das wird uns helfen. Na, gucken wir mal. So. Ich glaube, hier müssen wir links. Alle hopp. Scheiße, runter, runter. Ist auch Schweine. Was machen wir? Kann nichts. Nein! Nein! Die sind echt brutal. Abgeballert für nichts. Geil. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber. Oh Mann. Na, das ist schon scheiße. Gehen wir zur Brücke. Ist schon immer hardcore so ein bisschen das Spiel, ne? Muss man auch mal sagen. Ich dachte, da lag was. Lag mal nichts. Oh, okay. Wir müssen ja immer mal diese Brücke erreichen, dass wir nach Pittsburgh kommen. Kommen. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den Scheißkrieg abnehmen. In dem Schock muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Oh nein. Shit. Okay, der war. Das war überraschend, dass da noch jemand war. Also ein zweiter. Also der zweite, dass er so schnell da war. Das war überraschend. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Die beiden. In dem Truck muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Oh.
Wo ist deine Waffe? Ellie ballert ganz gut, ne? Wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Den Stein nehmen wir mit. Das ist nur ein Kompliment. Also das mit dem Stein ist schon ziemlich cool. Oder? So. Da liegt hier auch nichts. Doch, da. Ach, wir haben volles Leben, okay. Da geht's runter. Okay, dann geht's nur da runter. Kurz hier hinten mal reingucken. Ich kann nichts übersieht hier. Ah, ist nichts drin, okay. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Diese Atmosphäre ist einfach ziemlich cool bei dem Spiel, finde ich. Das passt irgendwie alles zusammen. So. Da oben sind zwei. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich. Natürlich ist es gut, dass wir jetzt einen besseren Lauschangriff haben. Ja, ich sehe ihn. Wir werden was bauen hier nochmal, dass wir irgendwann mal fertig werden. Also einmal das auf jeden Fall. Hier brauchen wir noch zwei von. Noch eine. Ach, also beide machen wir gleich zwei. Nichts, 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 nichts. Gut. Und dann kann ich wieder ein paar Sachen mitnehmen hier. Da sind zwei. Und hier ist eine Sprengfalle. Können wir uns da durchschleichen? Wie lange sollen wir hier denn noch dumm rumstehen? Keine Ahnung. Los, wir gehen mal zu den Jungs weiter unten. Ich will, dass er ein bisschen weggeht da, damit wir gleich da rankommen. Die sind mal gut in die Luft geflogen gerade durch diese Bombe. Was für eine geile Bombe. Oder? Oh, da kommen welche. Da ist der andere, da ist noch einer. Oh, verdammt! Hier noch einer. Schwärmen, gleich hier! Oh nein! Oh! Bleib cool, Mann! Immer mit der Ruhe, okay? Ich bleib cool. Wo
So, wir müssen schon was einsammeln hier. Ah. Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Gut. Jetzt mal nachladen. War jetzt nicht so schwer zu erlegen. Weil es ja auch keine Zombies waren, ne? Was ist das? Fellow Disaster, okay. Huch. Yeah. Yes. Was ist da drin? Hier mit mir. Perfekt. Na, ich habe den Code drauf. Wir haben hier ein Schloss. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was von übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Die Schwerartillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschütz. Dieses Ding ist undurchdringlich. Na okay, das ist damit, womit sie gerade eben rumgefahren sind und die armen Leute abgeballert haben. Tja. Viel ist hier nicht, ne? Na, benutzen wir ein Messer. Ah nein, benutzen wir das Messer einmal, um da reinzukommen. Ein Messer aufbrauchen. Okay. Oder anscheinend brauchen wir es gar nicht aufbrauchen. Okay. Na, hier ist auch noch was. Ah, sehr gut, sehr gut. Können wir noch irgendwas bauen hier? Messer bauen hier, das ist immer ganz gut. Die Bomben war eigentlich ziemlich gut, aber die machen wir beim nächsten Mal. So. Ellie, wo bist du? Ah, hier liegt noch ein kleiner Snack für mich. Perfekt. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Tja. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Hm. Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Na gut. So. Geht's hier weiter? Wir sind fast da. Die Brücke ist schon noch ein Stückchen. Also ich finde, sieht immer weiter aus. Können wir da rüber? Nein. Okay. Hier ein bisschen durchsuchen hier im Polizeiauto. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Hm. Und? Wie war es da? Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Ja, hier links. Hm. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Ist doch hier... Wer hat dich da reingeschleppt? Das ist doch ein Schrottfilm. Bleiben genauso wir wachsam, okay? Genauso wie von hier... Wie hieß denn dieser Schrott, den die alle geguckt haben damals? Until Dawn? Nee, Quatsch, wie hieß denn das? Until Dawn ist ja das Computerspiel. Wie hieß denn das nochmal? Na, ihr wisst schon, mit dem Vampir-Tante und dem Werwolf, die immer gegeneinander sind. Gehen wir durch die Gasse. Schon gut. Bleib in Deckung. Nein. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Schwachsinn. Ich schwöre. Du hast 25 Dosen Bacon? Ja, 24. Hab eine kaputt. Woher hast du 24 Dosen Bacon? Für die Klärze in das Hotel. Und damals. Juden und ich sind drauf gestoßen und haben alles gepackt. Ist alles okay? Na, was war denn das?
Wir müssen uns schnappen da draußen, leider. Schnapp sie! Eine Art Geschützturm. Bleib unten! Ich muss überlegen. Da war auf jeden Fall, das ist nur der Humvee noch drin. Die anderen sind alle draußen. Also, der Humvee noch drin. Also, das ist nur noch der Typ da. Gibt es hier wohl nicht, ne? Was soll man denn gegen den ausrichten? War auch nichts, oder? Mal gucken. Okay, aber ich weiß nicht, was ich gegen dir machen kann. Kann man da einfach hinrennen und den? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Muss wahrscheinlich irgendwie wegkommen von dem einfach. Ich dachte, ich könnte da irgendwie drum herum rennen. Das kann ich, glaube ich, gar nicht. Lass mal durch damit, Ellie. Oh. Mann. Ich muss ein bisschen, Leben nehmen hier. Ellie, los, Deckung! So. Okay, was machen wir gegen Humvee? War schon mal gut. Ich habe auch Munition da hinten verloren. Okay, da können wir nicht raus, da steht kein Wagen im Weg. Und vielleicht bei dem Fenster hier hinten, da steht auch ein Auto da noch, ne? Ja, okay. Reinrennen oder da hinten hinrennen? Das ist die Frage, ne? Da geht nicht rein, da geht nicht rein! Da geht nicht rein! Ellie, lauf!
Okay, wir müssen da hinten hinlaufen. Los, komm. Okay. Ellie, was machen wir hier? Hat nichts verloren hier. Komm hier rein. Noch sehe ich hier nichts. Das heißt ja nichts. Ja, trotzdem einer versteckt hier oben rumlaufen. Hier sind aber keine Gegner. Hier liegt was. Hier können wir rausgehen, dann würden wir aber von ihm abgeschossen werden sofort. Ehrlich, warte mal. Was drin hier? Oh ja, ein bisschen Munition. Noch ein Revolver, ne? Auch nicht schlecht. Hier geht es aber nicht weiter, ne? Nee, also wir müssen da raus. So ein Scheiß. Ich glaube, sie sind weg. Na, wer weiß. Die weg sind. So schnell geben die auch nicht auf. Oh, ich dachte, jetzt schnappt mich hier irgendjemand. Oh, nein, keiner, okay. Wäre wieder so ein Moment gewesen im Spiel. Du kommst rein und es haut dir gleich jemand auf die Fresse. Hier rein. Warte mal kurz, geht's hier noch raus? Ich hab's noch einen Raum raus hier. Da können wir mal reingehen, kurz gucken. Ah, guck mal. Die können wir gebrauchen. Aber ich glaube, wir finden hier nichts weiter. Wir können direkt hier aus dem anderen Fenster wieder rausgehen, wo wir wahrscheinlich gleich runtergeschossen werden oder so. Ich glaube, wir müssen hier an der Seite längs. Oh Mist. Ist okay. Die sehen uns nicht. Naja, weißt du nicht, ob die uns nicht sehen. Baller da von da unten. Oh oh. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör auf! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Ja, gibt auch andere, die auf der Flucht sind, ne? Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter.
Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Na klar. Oh, hier ist ein schönes Kinderzimmer. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Ehrlich? Warte, rennt mal nicht weg. Ich will kurz mal die Räume durchsuchen hier. Ah, guck mal. Was ist das? Verbesserte Radius von Brandbomben. Kann man immer gebrauchen. Ja, wir nehmen alles mit. Weiß ja nie, ob wir das nochmal brauchen können. Hier im Kinderzimmer werde ich wahrscheinlich keine Waffen finden. Nope. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Okay. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Pop-Pop-Toys. Halt! Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster! Dieser Humvee, den müssen sie eigentlich ausschalten. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Tja. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Sind's. Ellie, gib uns Deckung. Was gefunden? Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Wir sind drei. Das ist ein bisschen blöd. Aber einen werden wir einfach niederstrecken können, ganz schnell. Die anderen beiden werden wir... Mal gucken, wie wir das machen. Wer ist da? Er ist da. Ein Plan müsste her. Du Mistkerl! Oh. Sorry, aber ich nehme deinen Stock gerne mit. Danke. Das war mal ein Headshot. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na, keine Munition mehr drin, aber dann wechseln wir mal zu der Waffe. Na los, hier auf den Truck. Ja, lass uns noch ein bisschen rumgucken hier. Also nicht so schnell hier durch die Gegend rennen, weil vielleicht findet man trotzdem noch ein paar Sachen hier, die man gebrauchen kann. Man weiß es ja nie. Na, hier ist nichts. Da ist auch noch was, guck mal. Ah, das hätten wir beinahe hier gelassen. Oh, warte mal. Müssen wir irgendwas bauen? Das tun wir auf jeden Fall. Die können wir nicht bauen, dafür können wir das andere wieder mitnehmen jetzt, ne? Ne, auch nicht. Mist. Na gut. Haben wir noch genug Sachen vorne. Und dann? Ach da. Den Truck meint er wahrscheinlich. Gleich da! Mehr! Oh.
Nicht so ein schlechter Schütze eigentlich, ne? Gerade hier. Two shots, two heads. Was fallen gelassen? Na, natürlich nicht. Oh, sollten die auch was fallen lassen. Das ist immer so ein bisschen schwachsinnig, dass die gar nichts fallen lassen, wenn sie schon auf uns geschossen haben, oder? Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Er war ein Unglück. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Und hier. Ja, warte. Darf ich trotzdem die Räume durchforsten, Affe? Dann würde ich doch noch was finden hier, die wir brauchen können. Okay. Der abgefuckten Toilette finden wir wahrscheinlich nichts mehr. Gehen wir hier rein. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Ja! Nein, du sollst es lesen. So, was steht da drauf? Zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien. Nächste Woche, okay. Ah, ist immer so ein Monster-Mörder-Story da drin. Wir wollen uns nicht ganz runterziehen lassen durch diese grausamen Geschichten. Deswegen gucken wir ein bisschen hier rum. Was ist denn euch die Architekturbüro? Ach, Ellie macht sich schon gemütlich hier. Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Perfekt. Gut, da bin ich mal gespannt. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Macht Sinn. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Gut. Das machen wir beim nächsten Mal, die coole Nachtmission. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja. Und bis dahin erstmal einen schönen Abend. Tschüss.